Vor geraumer Zeit stand ich wie so oft am Überlaufbecken und machte eine meiner stundenlangen Zeitrafferaufnahmen, als ich auf Joachim traf. Wir kennen uns ja, wir sind entfernte Nachbarn und spätestens seitdem ich auch noch das Vergnügen mit Resi haben durfte. Er erzählte mir, was es da alles Besonderes zu entdecken gäbe. Und da ich mich mit Vögeln am Wasser noch nicht näher auseinandergesetzt hatte, war mein Jagdinstinkt natürlich sofort geweckt. Er berichtete von dem Schilfrohrsänger, dem Rohrschwirl, der Wasserralle, dem Biber. Und nun sollte es mein hehres Ziel sein, diese kleinen Zauberwesen mit der Kamera einzufangen. Insofern würde ich euch gerne mitnehmen auf meine Kleintier-Safari. Endlich flattert mir der Schilfrohrsänger vor die Linse. Ich hätte aber wahrlich nicht vermutet, wie flink er ist und was für ein schwieriges Unterfangen das werden könnte. So genügen die Aufnahmen natürlich nicht meine Qualitätsansprüchen. Alle heiligen Zeiten taucht Jennersdorf ab. Darum das Überlaufbecken. So man nicht gerade ein Bauer ist, dessen Feld absäuft, kann man auch diesem Umstand gewisse Vorzüge abgewinnen. So zum Beispiel in einer überschwemmten Wiese mit zwei Stockenten, dem Graureiher, einem Weißstorch, auch sei die Ringelnatter erwähnt, Natrix natrix. Die Feuchtgebiete bevorzugt, weil sie gut schwimmen kann. Aus sicherer Distanz begutachtet von einer Flamenco-Fliege auf meiner Kamera,
ehe dieser ein flottes Tanzbein aufs Parkett legt. Nun auch noch von seiner Schokoseite der große Feuerfalter auf einer Schafgarbe. Und während der Tag zur Neige geht, die Sonne allmählich versinkt, sich Millionen Stechmücken in die Lüfte erheben, darf man hier Zeuge eines weiteren Naturschauspiels werden. Vermeintlich tausende Schwalben, Rauch- und Mehlschwalben, vielleicht aus dem ganzen Bezirk, kommen hier zum Gelsenmahl zusammen. Die Schwäne suchen ihre Schlafplätze auf. Unterdessen mein letzter Versuch mit dem Sängerknaben. Während ein Limax Maximus, ein Tigerschnegel, die Gunst der kühlen Stunde nutzt, um die Straße ohne Brandblasen zu überqueren. Bleib mal kurz sitzen, bitte. Einmal kurz den Blick über den Tümpel schweifen lassen. Dann ein paar Schnappschüsse. Nach dem Desaster zuletzt bin ich nun in die Offensive gegangen mit Vogelgesängen, wovon sich der schielfrohe Sänger leicht anlocken ließ. Was man dann nämlich im Hintergrund meiner Aufnahme noch hören kann, das ist Vanellus Vanellus, ein Kiebitz. Des Weiteren konnte ich den Rohrschwirl einfangen. Stockentenküken auf der Überholspur. Zu guter Letzt noch ein kleines Bilderrätsel. Wem gehört wohl dieser süße, kecke Bürzel? Und was landete da am Ende des Tümpels neben der Straße? Erkennt ihr's? Thank you.
Hier nun endlich die Auflösung des Rätsels. Darf ich vorstellen? Der Besitzer des kecken Bürzels, ein kleines Sumpfhuhn. Das Hirschkäfermädchen hat recht starke Zangen, mit denen sie sich gegen ungestüme Liebhaber zur Wehr setzt. Leider meine Wenigkeit inklusive. Während wir noch kämpfen, patrouilliert der Weißstorch wartenderweise durch eine Wiese. Da er selbst Aas nicht verschmäht, wird er zum ökologisch wertvollen Staubsauger. Anguis fragilis, die Zerbrechliche, eine Blindschleiche, feiert nebenan Hochzeit. Zu guter Letzt schöne Aufnahmen vom Schilfrohrsänger gemacht. Also hat sich unterm Strich doch bezahlt gemacht, so lange zu warten. Sodass mich sogar eine jugendliche Weinbergschnecke überholen kann. Also wenn das dem Ego nicht gut tut. Auch wollen wir rasch Euer Majestät die Aufwartung machen. Darf ich vorstellen, Eure Hoheit, eine Königslibelle. Am Ende trennen Käfer und ich uns im Guten, damit wir uns einem kolossalen Luftikus widmen können. Während Corvus corax, der Kolkrabe, der größte Rabenvogel, über den Acker stolziert, möchte ich noch von einem atemberaubenden Moment berichten. Ich stand schon seit Stunden bis in die Dämmerung hinein am Tümpel und beobachtete konzentriert die Wasseroberfläche. Leider realisierte ich viel zu spät, was sich da direkt vor meiner Nase abgespielt hat. Schwamm da nicht tatsächlich der Biber mit einem Ästchen im Maul ganz gemächlich an mir vorbei, ehe er mit einem Schwanzschlag abtauchte? Diese beiden Pfützen sind ein schützenswertes Kleinod. Drum möchte ich noch mit den Worten schließen: Limax Maximus, der Tigerschnegel, verspeist gerade überfahrene spanische Verwandtschaft. Also dürfte man ihn auch einen ökologischen Staubsauger nennen.